Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Widerstandsevents in Ghost Recon Breakpoint. Ja, weiter geht's, diesmal hoffentlich ohne Mikrofon-Stummschaltungs-Fauxpas. Oh, hallo Rizos Freundin ist wieder am Start. Nomad, schön Sie zu sehen. Was haben Sie? Ein Sentinel-Konvoi. Wir müssen einen Hinterhalt legen. Okay, ich bin dabei. Gut. Nomad hilft uns! Und der Konvoi kommt in Position! Hinterhalt legen können wir. Diesmal machen wir das ein bisschen anders. Mit Minen! Das ist Herr-Mine. Das ist Frau-Mine. Das ist Ginny. Konvoi nähert sich. Alle auf ihre Position. Das ist Ron. Das ist Harry. So. Wenn das nicht reicht, weiß ich es auch nicht. Schalldämpfer ab. Hier wird's laut. Das war's, ne? Wir haben das Biest erledigt. Der Konvoi ist Geschichte. Jo. Ich hoffe, der explodiert jetzt nicht, während ich hier meine Mine aufsammle. Wer war das? Ginny? Kann sein, ne? Kann ich hier an das Geschütz? Geht das? Wunderbar. Cool, jetzt haben wir ja noch mehr Fahrzeuge, die wir nutzen können, um Fahrzeuge zu zerstören. Sehr gut. Der Outcast hier hat es leider nicht überlebt. Der wurde im Schneckentempo im Rückwärtsgang überrollt. So, da haben wir hier Verkehrskontrolle abgeschlossen. Nice. Prima. Dann schauen wir doch mal direkt auf der Karte, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Lake Country, so wie es aussieht. Geh einfach mal hier hin. Na, während des Kampfes nicht verfügbar. Nee, nee, nee. Yay, Level Up. Wo wird denn da noch geballert? Ach, da unten. Wie belegst noch? War es das jetzt endlich? Kann ich jetzt reisen, bitte? So, erstmal hier anpinnen. Herzen und Seelen den Outcast beim Angriff auf das Lager helfen. Ja, vielleicht schaffe ich das ja diesmal, ohne den kompletten Angriff mit allen Kommentaren stumm zu schalten. Ach man, das ärgert mich immer noch, dass ich in der letzten Folge halt so, ja, halt nicht aufgepasst habe. Und deshalb ein Kommentar nicht da war. Ich habe so toll kommentiert. Es kommt nicht oft vor, dass ich das von mir selbst sage, aber... So, hier müsste ich Fallschirm springen können. Könnte ich von dort aus vielleicht dorthin fliegen oder gleiten. Vielleicht geht's ja. Gibt's da vielleicht einen Heli? Nee, da gibt's keinen Heli. Da kann ich ja nicht wirklich weit gleiten, ne? So besonders viel gewonnen habe ich jetzt nicht dadurch, aber immerhin ein bisschen. Auf jeden Fall da unten bis zur Baumgrenze schaffen wir es easy. Und da ist auch eine Straße. Da ist auch eine Straße. Die wissen, dass wir hier sind. Da gibt's Motorräder. Ich nehme die Motorräder. Oder das Motorrad. Mehrere brauche ich ja nicht. Bam.
Die ACR, die klingt halt einfach so geil. So, sogar ein Elektrobike. So, dann schnappen wir uns das Bike und dann geht's ab. Ja, steig doch auch auf. Hau ruhig ab, ich komm nach. So, da sind wir 0, nix dort. Oder tot. Je nachdem. Oh mein Gott. Wow. Oh, das ist noch ein Konvoi, ein richtiger. Aber den lasse ich jetzt mal rechts liegen. Oh, oh. Ah, dass das immer so ruckeln muss. Also, rumzuckeln muss, besser gesagt. Oh, das Ding liegt im Wasser, also das war die Sache mit dem Bike. Aber wir sind ja fast da. Ist das das Lager, das wir einnehmen sollen? Ist das das Lager, ehrlich? Ich meine, ich kenne das Lager, ist kein Problem, aber... Ich meine, da haben wir schon mal ein paar Outcasts befreit und so. Ich weiß gar nicht mehr, da haben wir schon viel gemacht. Ich habe schon 3 Missionen gehabt in diesem Lager. Oder ich meine es auch nur, kann natürlich auch sein, weil ich das Spiel schon so oft durchgespielt habe. Sorry, wenn ich im Moment ein bisschen nuschel. Aber vielleicht ist ja auch ein anderes Lager. Ist nämlich doch noch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Hallo, ist wieder Rezos Freundin? Zeigen wir Ihnen, was wir drauf haben. Nein, es ist diesmal nicht Rezos Freundin. Nomad, hallo. Wir müssen dieses Lager erobern. Wir gehen in Stellung und sind für Sie da, falls das nötig wird. Keine Sorge, das wird schon. Danke, Nomad. Okay, Rezos Freundin ist scheinbar nur verantwortlich für Konvois. Und sie hier. Ja, siehst du, ist nämlich genau der Stützpunkt. Okay, erstmal schalten wir da den Scharfschützen aus und den Mörser. Okay, Team, Schalldämpfer drauf. Wir gehen so lange wie möglich leise vor. Prima, so. Wir haben hier mindestens einen Minigunner. Hier 3 am Helipad, Minigunner. Das sind schon einige. Aber hier sind es sehr wenige. Weißt du was, wir stürmen einfach rein. Also stürmen in Anführungszeichen. Solche Aktionen sollte ich vielleicht besser unterlassen, solange ich mich mit der Waffe noch nicht so wirklich warm gespielt habe. Da hinten haben wir einen Scharfschützen. Ziel auf den Scharfschützen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. Ziel erfasst, bin bereit. So, verstanden, bereithalten. Überraschenderweise ist nichts los. Feuer auf 0, 3, 2, 1, 0. Das war's. Wir haben alle erwischt. Solide Arbeit. Aufgepasst, Leute! Okay, sieht so aus, als hätten wir Knuckles getötet. Was ist Knuckles? Sind wir bei Sonic oder was? Wir verzeichnen feindliche Aktivitäten. Bestätigt. Wir passen auf. 1, 2, 3. Verdammt, gepanzert. Hallo, du. Sauberer Schuss. Drohnenpiloten mag ich nicht. Okay, sie verzeichnen feindliche Aktivitäten, allerdings wissen sie noch nicht wirklich, dass wir da sind. Es war ja auch nur Knuckles, ich meine, hey. Knuckles vermisst eh niemand. Kann ich darüber? Ich kann aber durch.
Okay. Einmal Deckung geben, bitte. Ich muss unseren Schneidbrenner ausrüsten. Läuft. Und rein da. Sicher. Sicher. Und sicher. Den Generator möchte ich gerne ausschalten, damit die Geschütztürme deaktiviert sind. Oh, hallo. Wir könnten uns auch den Heli nehmen und damit ein bisschen Rampage. Oh. Strom ausgeschaltet. Ist doch bestimmt da vorne noch jemanden am Eingang. Das bewacht doch bestimmt jemand den Eingang. Wenn nicht, wäre das ja grob fahrlässig. Okay, niemand. Alles klar. Grob fahrlässig. Sentinel halt. Noch ein Minigunner. Zielt auf den Minigunner. Feuer bei 3, 1, 2, 3. Shit! Eigentlich wollte ich sagen, Feuer bei 0, aber naja. Die sind halt so dumm, ich hätte schon längst den Alarm gestartet, aber hier gibt es ja keinen Alarm. Das ist hier so ein Ding, dass es hier keinen Alarm gibt. Okay. Bin verwundet. Die Outcasts sollen rein. Schalldämpfer ab. Los geht's. Brauch einmal Deckung, bitte. Ghosts, Feuer frei. Feuer! Roger! Alles klar, eröffne Feuer. Setze die Kampfdrohne ein. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Haben wir hier Gefangene drin? Ich werfe eine Handgranate. Geschieht Ihnen recht. Das Gebiet verteidigen! Okay, müssen wir verteidigen noch? Ja, ne? Jawohl, der Feind wird in ungefähr 30 Sekunden angreifen. Ausrüstung checken, Defensivposition einnehmen und bereit machen. Das ist der Schöpflaufboss. Eine Auszeit im Biwak? Okay, sollen sie kommen. Ich bin bereit. Ich hab da hinten auch noch einen Heli. Kein Sichtkontakt. Was ist hinter uns? Sind die jetzt da gespawnt oder was? Sind die jetzt einfach da gespawnt oder wie? Das ist ja dumm.
Wir haben einen Heli. Behalte den Himmel im Auge. Wo ist der? Irgendwo da. So, wir nehmen uns jetzt auch ein Heli. Kein Ding, ich finde dich schon. So. Vassili, Schützenposition einnehmen. Dann geht's rund. Sieht das geil aus hier. Oh Gott. Lol. Gut, das war ein kurzer Flug. Ich bin schon so ewig nicht mehr Heli geflogen, ist mir gerade aufgefallen. Beziehungsweise Kampfheli. Okay, Nachtsicht auf. Ich schalte auf Nachtsicht. Toll, dass ich weniger. Klasse. War's das? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Irgendwo ist noch einer. Oder mehrere. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der Heli eigentlich angreifen sollte. Naja. Jetzt. Kampfmaschine, langsam spricht es sich rum. Nice. Immer mehr schließen sich uns an. Sentinels Ende ist nah. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Es ist noch nicht vorbei, Harui. Nein. Mit einem Schalldämpfer. Also zurück an die Arbeit. Ito out. Prima. Prima. Cool. Gut. Dann haben wir das Lager erobert. Ich hoffe, du hattest Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.